Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zu einer neuen Stempelklasse. Nur kleiner Disclaimer, falls hier mal was durch die Linse flattert, ich bin hier gerade im Struggle mit einer kleinen Fliege. Ich werde ihrer nicht habhaft und es kann sein, dass das Telefon klingelt, weil ich auf einen Handwerker warte. Fangen wir aber mal an. Ich habe euch heute eine Technik mitgebracht, die nicht neu ist, aber die immer mal wieder auftaucht, die einen schönen Effekt bringt und das ist die Embossing Resist Technik. Und die Stempelklasse dient ja auch dazu, so Stempeltechniken mal zusammenzufassen. Und ich bin hier so ein bisschen im frostigen Design. Es geht ja so langsam auf Herbst und Winter zu. Heute startet der Herbst-Winter-Katalog und da dachte ich mir, machen wir es mal ein bisschen frostig. Ich habe auch nochmal hier eine Technik, eine Karte für die, die es ein bisschen farbenfroher mögen. Das ist auch die Embossing Resist Technik. Also man kann damit ganz viel anstellen, ganz unterschiedliche Designs hervorrufen. Ich habe hier für meine Karte ein Stück flüsterweißen Farbkarton. Auf dem funktioniert es am besten, weil der nämlich schön glatt ist. Und das Erste, was ich mache, ist, ich hole mir die Statik vom Papier, weil wir nämlich Embossing Resist, sagt es ja schon, diese Motive hier stempeln und embossen. Wir brauchen dafür also diverser Mark Stempelfarbe oder die Klebetinte. Und gearbeitet habe ich mit dem Stempelset Eisblüten. Das war ein traumhaft schönes. Ich glaube, im letzten Herbst-Winter-Katalog haben wir das neu gekriegt. Und es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber jetzt taucht es natürlich wieder auf. Der Name sagt es ja schon, Eisblüten. Und ich habe mir dieses Motiv genommen und dieses. Und das setze ich mir jetzt einfach hier in die Ecke. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, das ist auch gut so. Und das Strauchwerk setze ich mir hier oben noch einmal in die Ecke, so dass es möglichst jetzt nicht überlappt. Es ist ein bisschen schwierig zu sehen. Es wird ja jede Karte auch ein bisschen anders. So, gucken wir mal, was draus wird. Und dann nehme ich mir, ihr könntet das Embossing-Pulver in Weiß nehmen, aber wir haben ja hier auch schon einen weißen Untergrund, das heißt, es bleibt dann nachher auch weiß, nehme ich jetzt hier das klare Embossing-Pulver. Man könnte vielleicht auch das neue Weiß mit Sternenschimmer nehmen, dann hat man gleich noch so ein bisschen Glitzereffekt. Das habe ich aber noch nicht da. Da weiß ich auch noch nicht, wie das sich verhält. Das zeige ich euch gegebenenfalls so nochmal in einem Sonntagskreativvideo. So, und ich glaube, jetzt kann man das schon besser sehen. Da sind die Motive, da ist das Pulver drauf. Das wird jetzt einmal eingebrannt mit dem Erhitzungsgerät. Das Geheimnis der Dosen hier oben hinterm i. Ich sage es immer wieder und immer wieder gern. So, das wird jetzt mit dem Erhitzungsgerät geschmolzen. So, das Motiv ist jetzt schön eingebrannt, das lassen wir noch einen kurzen Moment abkühlen, damit das Pulver oder dieses geschmolzene Zeit hat, trocken zu werden, fest zu werden, weil wir da jetzt nämlich mit einem Schwämmchen drüber gehen. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, ist, es ist die einfachste Art der Embossing Resist Technik. Ich muss mal gucken, ob ich ein entsprechendes Motiv habe, dass ich euch nochmal so eine fortgeschrittene Variante zeige, was man damit auch noch machen kann, weil im Moment wirkt sie erstmal ein bisschen unspektakulär, aber wir fangen klein an. Es ist ja hier auch unter anderem an Anfänger gerichtet. So, ich habe jetzt hier ein Fingerschwämmchen und nehme mir ein bisschen Farbe auf und die klopfe ich mir auch am Anfang, damit ich ein Gefühl dafür kriege, auch nochmal ab und gebe. Aber wirklich hauchzart erstmal, ne? Also nicht gleich mit voller Kraft da drauf, sondern hauchzart über das Papier, damit ich mir das schön reinwischen kann. Verstärken kann ich es immer noch, aber schwächer kriege ich es nicht hin. So, und jetzt habt ihr hier schon mal den ersten Effekt, den ihr da seht. Also wie gesagt, mehr geht immer. Weniger, wenn es erstmal drauf ist, wird schwierig bzw. unmöglich. Und damit wische ich jetzt hier immer fleißig Lage für Lage drauf, immer mit kreisenden Bewegungen. Hier sieht man jetzt fast so ein bisschen schon den Tapper, wo ich drauf gegangen bin. Deswegen erst einmal abtupfen. Und dann könnt ihr schön das Motiv Step by Step oder Wischer für Wischer herausarbeiten.
ein bisschen ausblenden an den Seiten mit ganz wenig Farbe. Da könnt ihr dann nachher auch ein bisschen mehr aufdrücken und der, so den Rest, der wirklich auf dem Schwamm noch ist, in den Verlauf wischen. Dann ist der Übergang zum Weißen ein bisschen smoother. Habe ich eigentlich gesagt, dass das Rauchblau ist? So, ich denke, für die Seite ist das okay. Und hier oben mit dem Part mache ich das jetzt auch nochmal und lasse euch einfach die Musik laufen. So, ich denke, das reicht. Man sieht jetzt hier oben, dass ich da einmal ein bisschen viel Farbe erwischt habe. Da sieht man diese kreisende Bewegung. Ich habe jetzt versucht, das immer noch mal ein bisschen auszublenden. Aber ich habe einfach auch ein bisschen Angst, dass ich es verschlimmbessere. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so. Habe dann auch noch mal so ein bisschen von diesen Seiten hereingearbeitet. Und jetzt braucht es im Prinzip nur noch den Text. Und da nehme ich dann hier das Alles Liebe. Das passt da unten ganz gut hin. Jetzt ist natürlich aufpassen, dass es gerade wird. Lieber nochmal testen, wie man es ansetzen muss. Nochmal testen. Ja, ist einigermaßen gerade drauf auf dem Stempel. Puh, Glück gehabt. Passt. Und das ist im Prinzip schon alles. Jetzt unterlege ich mir das noch einmal mit Rauchblau. Vorher mache ich aber noch was anderes. Und zwar nochmal so ein, ist ja ein bisschen nackert so, ne? Aber das ist auch das Design der Karte. Das soll so ein bisschen schwächer sein. Aber so einen kleinen Hingucker mache ich mir noch. Und zwar habe ich hier das Glitzerpapier Schimmerweiß. Das stanze ich mir einmal einen Kreis mit der 1-Inch Krallstanze aus. Falte mir den in der Mitte und setze mir den hier oben. Damit haben wir dann wieder eine Diagonale geschaffen. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Die Diagonalen lösen bald die Schleife ab, obwohl jetzt kommt hier auch noch eine Schleife drauf. So, das klebe ich mir jetzt hier einmal an. Dann braucht es nämlich kein weiteres Bling-Bling da mehr. Hier habe ich ja die Basiskarte in Savanne genommen. Jetzt machen wir mal eine sehr weiße Karte. Jetzt habe ich quasi eine Basiskarte in Weiß. Da passt natürlich jetzt eine Schleife in Savanne nicht dazu. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal, um zu gucken, was vielleicht schöner aussieht, weiße Kordel. Wir bleiben also in dem Frostigen. Tackern uns hier raus. Schleife einfach ohne Knoten weiterbinden. Das Band ist ja jetzt durch die Tackernadel fixiert. Ich bin im Moment ein bisschen gehandicapt, was Schleifenbinden angeht, weil ich irgendwie ein Problem mit meinem Daumen habe. Aber wir binden trotzdem Schleifen. Denn ohne Schleife macht sie es nicht, das wisst ihr. So. Ziehe ich mir noch ein bisschen kleiner. Und dann können wir das Ganze schon aufkleben. Vorsichtig, das Flüsterweiß ist sehr dünn, deswegen nur einen Hauch Klebemittel dahinter.
weil wir arbeiten ja hier nicht in Lagen. Wir haben einlagig gestempelt. So. Und das kommt jetzt auf unsere Grundkarte. Wundert euch nicht über meine Dimensionals, das ist aus einem Kartenset noch ein Restbestand. Ich arbeite hier Reste weg, damit ich meine Schnullifax-Schubladen und Kisten mal ein bisschen aufgeräumt bekomme. Muss ja auch mal sein. Man kann ja nicht immer nur horten und angefangene Packungen liegen haben. Das muss auch alles mal weggearbeitet werden. So, um die Karte an sich ging es heute nicht, sondern mehr um die Technik, aber wir basteln die Projekte hier ja auch fertig. So, das ist Embossing Resist, die einfachste Variante der Embossing Resist Technik. Das heißt, man stempelt einfach nur mit dem Versamark Stempelkissen, embosst das und geht dann mit Farbe drüber. Und was ich jetzt noch vergessen hatte, ich gehe jetzt noch einmal, das bringt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, weil mein Schwamm vorhin schon fast farblos war, nochmal mit einem Tuch drüber, um die Farbe, die noch auf dem Embossing-Pulver, auf dem geschmolzenen Embossing-Pulver ist, runterzunehmen. Und das ist meine Idee für heute, für die Stempelklasse. Probiert es mal aus. Wie gesagt, ich schaue nochmal, ob ich ein anderes Projekt noch mache mit einer fortgeschrittenen Variante. Hier habe ich im Prinzip nichts anderes gemacht, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Embossed ist hier dieses Gitter. Der Kükendraht, das Stempelset all wired up. Und dann habe ich die Stempel, die Blüten drauf gestempelt und habe dann die Restfarbe mit einem Schwämmchen, die noch auf dem Embossing war, einfach verschmiert. Ne, solange die Farbe noch da war. Oh Gott. Ja, und mit dem Grün genauso. Und den Hintergrund hatte ich in Safrangelb gewischt. Dann habe ich die Blüten aufgestempelt und verwischt und damit ist dann diese Karte entstanden. Ist die gleiche Technik, ein bisschen farbenfroher nur als hier. Hier habe ich mich auf das Wesentliche ohne Ablenkung der Farben beschränkt. Und damit verabschiede ich mich von euch. Bleibt gesund, bleibt kreativ und tschüss aus Hamburg. Tschüss!